2, die Fragestunde. Zu Beginn der Fragestunde rufe ich gemäß Nummer 14 Absatz 1 der Richtlinien für die Fragestunde und für die schriftlichen Einzelfragen die Frage des Abgeordneten Nicolas Cipelius auf Drucksache 20-11340 aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat auf. Da die Frage inzwischen schriftlich beantwortet ist, kann der Fragesteller gemäß Nummer 14 Absatz 3 nur noch nach dem Grund fragen, warum die Antwort nicht innerhalb der Wochenfrist gegeben wurde. Mithin rufe ich auf zur Beantwortung dieser Frage den parlamentarischen Staatssekretär Johann Saathoff. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Kollege Cipelius, für die Beantwortung der schriftlichen Frage waren umfangreiche Auswertungen und Abstimmungen zwischen den beteiligten Ressorts und den Geschäftsbereichsbehörden erforderlich. Die schriftliche Frage konnte deshalb nicht in der üblichen Frist von einer Woche mit der dafür notwendigen Sorgfalt beantwortet werden. Um das verfassungsrechtliche Frage- und Informationsrecht der Mitglieder des Deutschen Bundestags zu gewährleisten, erfolgte eine Fristverlängerung. Über die verzögerte Beantwortung wurde Ihr MdB-Büro umgehend informiert. Und es folgte kein Widerspruch seitens des Büros und auch keine Fristeinrede. Ja, jetzt. Nee, danke. Noch immer nicht. Moment, aber jetzt. Doch jetzt. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, danke Ihnen für Ihre Antwort. Falls eine Beantwortung innerhalb der Frist nicht möglich ist, gebieten es die im Umgang der Verfassungsorgane üblichen Formen bei der Behandlung parlamentarischer Fragen, dass sich die Bundesregierung mit den betroffenen Fragestellern wegen der gewünschten Fristverlängerung rechtzeitig ins Benehmen setzt. Der Zwischenbericht von Ihrer Seite erfolgte aber erstens nicht fristgerecht und zweitens war Art und Weise zumindest fragwürdig. Aus diesem Grund muss ich Sie fragen, warum die Fristverlängerung überhaupt beantragt wurde. Denn die Antwort der Bundesregierung, der fehlt es dann an jeglicher Klarheit. Dafür ist sicherlich keine Fristverlängerung notwendig gewesen. Und deswegen muss ich Sie an der Stelle fragen, ist die Bundesregierung nicht in der Lage, dieses so sensible Thema fristgemäß mit der notwendigen Klarheit zu behandeln und zu beantworten? Herr Staatssekretär. Ja, Frau Präsidentin, Herr Kollege, es schade, dass Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, die Sie mittlerweile erreicht hat. Aber auch wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, ist es doch so, dass es mehrere Geschäftsbereiche gibt und mehrere Ressortebenen gibt, die beteiligt werden müssen. Es gibt Mitzeichnungsebenen und diese Mitzeichnungsebenen mussten auch eingehalten werden. Wir haben deswegen um Fristverlängerung gebeten. Ich will in diesem Kontext aber auch noch mal deutlich sagen, die Anfrage kam am 3. Mai. Diesen Jahres an. Die Frist wäre sozusagen zu erfüllen gewesen bis zum 10. Mai. Die Antwort haben Sie am 13. Mai erhalten. Und wir haben zwischendurch noch mal um Fristverlängerung gebeten. Ich glaube, dass wir damit deutlich gemacht haben, dass wir beiden gerecht geworden sind. Einmal der Sorgfalt in der Antwort, dadurch, dass die beteiligten Behörden auch beteiligt worden sind. Und auf der anderen Seite aber auch zügig, so zügig, wie es eben möglich war, die Antwort Ihnen zukommen lassen haben. Vielen Dank. Ich rufe jetzt auf die Drucksache 20-11319 in der üblichen Reihenfolge und beginne mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zur Antwort der Fragen steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Sven Lehmann. Wir beginnen mit der Frage des Kollegen Matthias Hauer. Hier geht es um die Start- und Rahmenbedingungen des Investitionsprogramms zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Finanzierungskompetenz für die Kindertagesbetreuung liegt im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder und Kommunen. Der Bund kann hier allenfalls und innerhalb der sehr engen Grenzen des Artikel 104b Grundgesetz unterstützend tätig werden. Seit dem Jahr 2008 hat die Bundesregierung insgesamt 5 Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung mit insgesamt mehr als 5,4 Milliarden Euro aufgelegt, aus denen mehr als 750.000 zusätzliche Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen werden konnten.
Aktuell wird mit dem 5. Investitionsprogramm insgesamt 1 Milliarde Euro für den bedarfsgerechten Ausbau von zusätzlichen 90.000 Betreuungsplätzen bereitgestellt. Für ein weiteres Investitionsprogramm sind im Bundeshaushalt derzeit keine Mittel vorgesehen. Wichtig ist, dass seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 2013 deutliche Fortschritte bei Ausbau und Qualität der Angebote erreicht werden konnte. Das sieht aus, als hätten Sie eine Nachfrage. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, hochgeschätztes Präsidium, Herr Parlamentarstaatssekretär, 750.000 neue Kita-Plätze wurden mit diesen 5 Investitionsprogrammen geschaffen. Da rühmen Sie sich ja noch mit den Früchten aus der Kanzlerschaft von Frau Merkel. Und jetzt fehlen immer noch 400.000 Kita-Plätze. Und SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, ein neues Investitionsprogramm für Kita-Plätze zu schaffen. Jetzt brechen Sie dieses Versprechen. Es steht Ihnen ja auch frei, Mittel dafür einzustellen, weil Sie sagten, es stehen keine Mittel im Haushalt. Sie erschweren damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie verhindern damit frühkindliche Bildung. Sie verhindern damit die notwendige, dringend notwendige Sprachförderung von Kindern. Wieso lassen Sie die Eltern und Kinder im Stich? Bitte schön. Vielen Dank für die Nachfrage. Also erstens rühmen wir uns nicht, sondern ich habe die Fakten beschrieben aus den letzten Jahren, wie viel Investitionen es gegeben hat und wie viele Plätze. Vielleicht haben Sie mir nicht zugehört, aber die Zuständigkeit für den Ausbau der Plätze liegt bei den Ländern und Kommunen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich mal auf die Landschaft anzuschauen, die nämlich sehr, sehr divers ist. Wir haben beispielsweise gerade in den ostdeutschen Bundesländern haben wir rückläufige Kinderzahlen und nicht das große Problem an fehlenden Plätzen, wie wir es zum Beispiel in Westdeutschland haben. Dafür haben wir beispielsweise in Ostdeutschland einen sehr, sehr hohen Bedarf an Fachkräften, um eben auch sozusagen die Qualität halten zu können. Und deswegen haben wir, und auch das ist Ihnen vielleicht entgangen, aber haben wir das Kita-Qualitätsgesetz beschlossen, was innerhalb von 2 Jahren 4 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um beispielsweise die wichtige Sprachförderung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Und hier arbeiten wir gerade sehr intensiv an dem Nachfolger ab 2025. Ich hoffe, das ist hier nicht entgangen, sonst dient das der Information. Haben Sie eine zweite Nachfrage, Herr Hauer? Ja, bitteschön. Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Und zwar erstmal finde ich es gut, dass Sie das loben, was die Vorgängerregierungen da auf den Weg gebracht haben mit den 750.000 geschaffenen Kita-Plätzen. Da merken Sie ja, es ist ein Spielraum da, dass der Bund auch unterstützen kann. Und den sehen Sie ja selbst auch von der Ampel. Denn sonst hätten Sie ja nicht in Ihren Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass Sie ein neues Investitionsprogramm schaffen. Das schaffen Sie jetzt nicht. Sie brechen dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, weil Sie offensichtlich die Gelder lieber woanders für ausgeben. Und deshalb frage ich Sie noch mal konkret, im Koalitionsvertrag steht drin, es kommt ein Investitionsprogramm. Wieso kommt es nicht? Also das ist jetzt keine neue Nachricht. Das ist auch schon mehrfach im Parlament auch beantwortet worden, dass der Schwerpunkt und das übrigens nach sehr intensivem Gespräch mit den Bundesländern sehr stark auf dem Ausbau der Qualität gerade liegt, weswegen wir 4 Milliarden Euro für das Kita-Qualitätsgesetz in die Hand genommen haben. Unter anderem auch um die Sprachkitas und ein befristetes Programm auf eine gesetzliche, dauerhafte Grundlage zu stellen. Und wollen Sie die Antwort hören oder nicht? Und der Schwerpunkt jetzt auf der Qualitätsentwicklung liegt, weswegen wir nach dem Auslaufen des Kita-Qualitätsgesetzes jetzt auf eine Weiterentwicklung setzen und da, wie auch die Bundesministerin gerade ausgeführt hat, in intensiven Gesprächen mit den Ländern sind, um das ab 2025 auch möglich zu machen. Das ist auch das, was die Bundesländer möchten. Damit sind wir bei Frage Nummer 2 des Abgeordneten Peterka. Hier geht es um Berichte über unsere Verwendung von Mitteln des Programms Demokratie leben. Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Im Bundesprogramm Demokratie leben werden eine Vielzahl an Anforderungen an die Zuwendungsempfänger gestellt. Diese ergeben sich insbesondere aus § 23 und § 44 der Bundeshaushaltsordnung, den dazugehörigen einschlägigen Verwaltungsvorschriften und der Richtlinie zur Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der Vielfaltsgestaltung und zur Extremismusprävention, die sogenannte Förderrichtlinie Demokratie leben.
Aufgrund der Komplexität kann es im Rahmen der Projektumsetzung immer wieder zu kleineren Verstößen gegen einzelne Vorgaben kommen. In Fällen, in denen durch die Bewilligungsbehörde eine zweckwidrige Mittelverwendung festgestellt wird, wird ein Widerrufsbescheid erlassen und die gezahlten Zuwendungen ganz oder teilweise zurückgefordert. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Vielen Dank für diese allgemeinen Ausführungen, nenne ich es einmal. Es werden von diesem Programm ja bis zu 360 Vereine oder zumindest Zuwendungsempfänger gefördert mit einem sehr breiten Themenbereich. Sie haben es ja hier auch angedeutet. Und ich behaupte auch, die Bezeichnung Demokratie leben ist also nett formuliert Augenwischerei inzwischen. Alle möglichen Themen werden da angegangen, die schlussendlich wahrscheinlich nur noch zum Grund haben, hier Geld zu bekommen. So zum Beispiel wurde ja, war auch schon hier in der Fragerunde ein Thema, ein Drag-Queen-Workshop gefördert mit einem Programm, das anscheinend die Demokratie fördern soll. Und des Weiteren wurde auch der sogenannte Verein EOTO, Each One Teach One, gefördert, dessen Zuständiger für Organisation und Monitoring offen gewaltsamen Widerstand gegen das rassistische System, wie es in Deutschland herrscht, eben fordert. Dann frage ich mal konkret, wurden bei diesen zwei genannten Punkten vielleicht Gelder zurückgefordert oder wird das so hingenommen, dass hier ganz vorsichtig formuliert der Zweck aufgeweicht wird? Sie haben das Wort, bitte. Herr Präsident, vielen Dank. Sehr geehrter Abgeordnete, erstmal möchte ich Ihnen widersprechen. Das Bundesprogramm Demokratie ist ein sehr, sehr wichtiges Programm, gerade übrigens in diesen Zeiten, wo wir erleben, dass die Demokratie, die gesellschaftliche Vielfalt und auch sozusagen dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung angegriffen werden. Und die eine Sache ist natürlich, darauf strafrechtlich zu reagieren, die andere ist aber wirklich Prävention zu betreiben und gerade zum Beispiel Räume zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können und dann eben auch Demokratie- und Vielfaltsarbeit geleistet wird. Deswegen ist dieses Bundesprogramm so wichtig. Und die beiden von Ihnen angesprochenen sozusagen Vereine oder Fälle ist so auch nicht korrekt dargestellt. Der zweite von Ihnen angesprochene Fall ist ein Projekt gewesen und da ist kein Verein gefördert worden. Und ansonsten gilt, was ich gerade eben gesagt habe, es gelten die Förderrichtlinien und die haben sehr, sehr, wie soll ich sagen, scharfe Zähne. Das heißt, wenn dort Geld missbräuchlich eingesetzt wird oder durch die Zuwendungsempfänger nicht korrekt abgerechnet wird oder keine Eigenmittel aufgebraucht werden, dann werden die Zahlungen gestoppt und das Geld wird zurückverlangt. Und das ist in den Förderrichtlinien sehr, sehr klar auch ausgelegt. Vielen Dank, Herr Kollege Pinnegger. Eine Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank dafür. Derzeit macht ja auch das sogenannte Uyun-Zentrum in Berlin auf sich aufmerksam. Das wird ja jetzt vom Land Berlin trockengelegt, wegen offen nachweisbaren antisemitischen Umtrieben. Mehrere Gäste haben da offen antisemitische Äußerungen und Forderungen gestellt und waren dort eben zu Gast. Jetzt kam auch heraus, dass zumindest indirekt von der Staatsministerin für Kultur, Frau Roth, anscheinend auch Bundesgelder geflossen sind. Vor dem Hintergrund der Kalifat-Demos ist das ja besonders fragwürdig. Deswegen noch mal konkret die Nachfrage. Können Sie ausschließen, dass aus Ihrem Haus da Gelder, meinetwegen über Projekte oder angegliederte Vereine, an dieses unsägliche Uyun in Berlin vielleicht geflossen sind? Und würden Sie dann, wann das der Fall wäre, zumindest die Gelder zurückfordern? Vielen Dank, Herr Kollege Brandner. Sie haben eine Nachfrage. Ich habe es gesehen. Wie wäre es mit der Nachfrage denn? Achso. Eine Nachfrage. Das war jetzt die zweite Nachfrage. Ja, das sollten Sie tun. Nee? Das war schon die zweite Nachfrage. Das war die zweite Nachfrage schon von Ihnen, Herr Pinnegger. Höre ich gerade. Das war doch meine zweite Rückfrage jetzt als Fragesteller. Ja. Die Antwort muss er noch kriegen. Und die Antwort bitte, Herr Staatssekretär. Vergessen. Nein, also vielen Dank für Ihre Nachfrage. Wie ich ausgeführt habe, und das ist in den Richtlinien und das ist übrigens auch in den Begleitschreiben vom Bundesministerium des Inneren und für Familie, Senioren und Frauen und Jugend, dass an alle Zuwendungsempfänger geschickt wird und dass auch eine rechtskräftige sozusagen Inhalt hat, ist dargelegt, dass sämtliche Aktivitäten nicht nur auf dem Boden des Grundgesetzes stehen müssen, sondern das auch fördern müssen. Und deswegen schließt sich aus, dass ein Projekt mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird, wo Antisemitismus propagiert wird. Das ist ganz eindeutig und ganz klar geregelt. Vielen Dank. Nun aber, Herr Brandner, haben Sie die Nachfrage. Dankeschön.
Also wir reden über das Programm Demokratie leben, 182 Millionen Euro. Ich habe mal ausgerechnet, das sind 3,5 Tonnen 50-Euro-Scheine. Und damit werden dann Veröffentlichungen gefördert mit dem Titel One Does Not Simply, ist politische Bildung memeable, eine Broschüre gemeinsam querbilden, Aufbauhilfe für queere Bildungsprojekte, Demokratie geht durch den Magen, Vielfalt der Demokratie im Kochbuch ausdrücken, vegan und muslimisch, Vielfalt der Demokratie auch im Kochbuch, also es scheint eine ganze Kochbuchreihe zu geben bei Demokratieleben. Dann gibt es was Gender Matters, geschlechterreflektierende Ansätze gegen Rechtsextremismus, eine Broschüre Puls, Hashtag 9, LSBT, TQ-Sternchenfeindlichkeit in islamistischen Diskursen am Beispiel von TikTok, queere Bildungspolitik, Jahresstatistik 22, mystische Menschenfeindlichkeit und noch schließlich ein Sammelband über innermigrantischen Rassismus in Deutschland. Also viele Broschüren, die gefördert werden. Da meine Frage, wie wird der Erfolg dieser Broschüren letztendlich evaluiert und welche Auflage haben die Broschüren jeweils? Herr Staatssekretär, bitte. Herr Präsident, vielen Dank für die Frage. Alle Beispiele, die Sie gerade aufgezählt haben, das ist übrigens auch keine investigative Arbeit, sondern es ist auf demokratie-leben.de dargestellt. Dort ist jedes einzelne geförderte Projekt dargestellt. Dort ist auch beispielsweise eine Evaluation dargestellt. Und ich schlage vor, dass wenn die aktuelle Förderperiode beendet ist und diese evaluiert wird, dass man sich das dann anschaut. Ansonsten ist sehr, sehr wichtig, Sie haben sehr, sehr gute Projekte gerade genannt, die zum Beispiel dazu beitragen, dass gegen Rechtsextremismus, Rassismus und für die Aufrechterhaltung von Vielfalt und Teilhabe aller Menschen in Deutschland gearbeitet wird. Und ich kann daran nichts Schlechtes oder Anrüchiges erkennen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, bitte, Frau Kollegin. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr parlamentarischer Staatssekretär. Das Demokratie-Leben-Programm ist ja eigentlich eines der erfolgreichsten Programme dieser Bundesregierung und auch der vorherigen Bundesregierung und hat ja drei Säulen. Einmal eine kommunale Säule, eine Säule, die sozusagen auf Landesebene ausgeschüttet wird und die Bundessäule. Aktiv gegen rechts, Kopf einschalten sind so Programme gegen Verschwörungstheorien, gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus und vor allem auch gegen Islamismus. Wir haben ja gerade nach den jüngsten Korrektivrecherchen gemerkt, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und hier waren ja auch viele Organisationen des Demokratie-Lebensprogramms, inklusive Kommunen, die Demokratie-vor-Ort-Programme umsetzen. Wie nehmen Sie wahr und kriegen Sie gespiegelt, dass die Angriffe gegen diese Organisation von rechtsextremen und auch rechtsextremen Parteien zunehmen? Und wie stellen Sie sicher, dass unsere Organisationen, die für Demokratie arbeiten und kämpfen, dort auch geschützt sind? Herr Staatssekretär. Herr Präsident, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Auch danke nochmal, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass das Programm ja schon länger läuft und von der Vorgängerregierung und auch von der davor in Gang gesetzt wurde und von uns jetzt fortgeführt und gestärkt wurde. Und Sie haben es richtig beschrieben. Wir hatten jetzt neulich in Berlin eine große Programmkonferenz zum Thema Demokratieleben mit 1000 Menschen, sehr, sehr gut besucht, die vor Ort engagiert sind, die in den Landesdemokratiezentren engagiert sind und die auch in bundesweiten Projekten und Netzwerken engagiert sind. Und alle beschreiben sehr, sehr konkret die Bedrohung, die auch für ihre Arbeit ausgeht. Und deswegen wird auch, glaube ich, für die neue Förderperiode, die ja jetzt sozusagen anläuft, wir werden bald die Förderrichtlinien auch dann hoffentlich veröffentlichen und dann mit den Ausschreibungen beginnen, ein Hauptbestandteil auch sein, gerade dieses ehrenamtliche Engagement, was eben oft nur durch Hauptamt ja ergänzt, unterstützt wird, aber weitestgehend ehrenamtlich ist, auch zu schützen. Und wichtig ist aber auch, glaube ich, das Signal dieses Bundestages, dass wir uns hinter dieses Programm und damit hinter diese vielen engagierten Menschen stellen. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Frage der Kollegin Mareike Lotte-Wulff betreffend Schlüsse der Bundesregierung nach Einschätzung der Effektivität des Bundesprogramms Sprachkitas. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Bundesregierung hat die Empfehlung der Arbeitsgruppe Frühe Bildung zur Kenntnis genommen, die Umsetzung und Finanzierung der Kindertagesbetreuung einschließlich der Gestaltung der sprachlichen Bildung in diesem Kontext
fällt nach dem Grundgesetz in den Aufgabenbereich der Länder. Die Bundesregierung unterstützt die zuständigen Länder seit 2011 in diesem Bereich. Zunächst über das Bundesprogramm Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration, im Anschluss mit dem Bundesprogramm Sprachkitas. Mit den Modellprogrammen wurde ein wichtiger Impuls für den Aufbau von Strukturen zur Förderung der sprachlichen Bildung in der Breite in den Ländern gesetzt, von denen insbesondere Einrichtungen in herausfordernden Lagen profitieren. Inzwischen hat die Sprachförderung den Charakter des Modellprojektes hinter sich gelassen und ist in die Verantwortung der Länder übergegangen. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz stellt der Bund den Ländern 2023, 2024 jeweils rund 2 Milliarden Euro zur Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Zu den vorrangigen Maßnahmen, die durch die Länder zu ergreifen sind, gehören Maßnahmen zur Förderung der sprachlichen Bildung. Ein ganz überwiegender Teil der Länder macht von dieser Möglichkeit Gebrauch oder hat sogar Landesmittel hierfür bereitgestellt. Vielen Dank, Frau Kollegin. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Danke. Herr Präsident, Herr Staatssekretär, Sie haben jetzt gerade sinngemäß gesagt, dass Sie das Programm Sprachkitas, obwohl es von Ihrer eigenen Arbeitsgruppe sehr positiv bewertet wurde, nicht weiterführen wollen. Wir haben in der Frage vom Kollegen Hauer gehört, dass Sie auch bei den Investitionen nichts machen wollen. Nun haben wir auch die Ministerin ja gerade gehört, die sagte, es geht ja bei dem Thema nicht nur ums Geld, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Qualität in den Kitas gemeinsam verbessert wird. Jetzt frage ich Sie vor dem Hintergrund, ist das die Linie der Bundesregierung, dass man die Qualität in den Kitas steigern kann, ohne irgendwelche Investitionen vorzunehmen? Vielen Dank, Herr Staatssekretär, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Das Sprachkita-Programm ist ausgelaufen. Es war ein befristetes Programm, was von vornherein 2023 ausgelaufen ist. Wir haben die Debatten letzten Jahr sehr intensiv im Parlament geführt. Und die Koalition hat darauf reagiert, angestoßen durch die Bundesregierung, mit einem Gesetzentwurf für das Kita-Qualitätsgesetz, was auch die Sprachförderung nicht mehr im Rahmen eines Modellprojektes oder eines befristeten Programmes lässt, sondern auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Und dass die Arbeitsgruppe dieses Programm lobt, da kann ich auch nichts Schlechtes dran erkennen. Das war auch ein sehr, sehr gutes Programm, aber eben ein befristetes Programm. Jetzt gibt es eine gesetzliche Grundlage, die die Länder dabei unterstützt. Und ich möchte das auch vielleicht noch mal nutzen, um die Gelegenheit zu ergreifen, zu sagen, dass laut Grundgesetz die Länder und die Kommunen auch dafür zuständig sind. Und da die Landschaft sehr, sehr unterschiedlich ist, ist es auch sehr gut, dass beispielsweise manche Länder jetzt das Geld nehmen für die Sprachentwicklung oder andere Länder wiederum für die Fachkräftegewinnung. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, auch föderaler Ansatz, den wir auch weitergehen wollen mit dem weiteren Gesetz, was wir ab 2025 auf den Weg bringen werden. Frau Kollegin Wulff, bitte eine weitere Nachfrage. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Antwort. Sie haben jetzt sinngemäß gesagt, dass es doch Geld braucht, um tatsächlich in Kita-Qualität etwas zu erreichen, was ja das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, was Sie ja auch auf die Frage vom Kollegen eben gesagt haben. Deshalb frage ich Sie an dieser Stelle noch mal, wie viel Geld werden Sie denn, nachdem nun das Kita-Qualitätsgesetz in diesem Jahr ausläuft, in die Hand nehmen, um die Kita-Qualität wirklich voranzubringen? Herr Staatssekretär. Vielen Dank für die Nachfrage. Diese Nachfrage hat auch Frau Ministerin Paus gerade eben schon beantwortet, dass das Gegenstand der laufenden Verhandlungen im Ressortkreis ist. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Eckert, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich melde mich als Abgeordneter für den Wahlkreis Freising-Pfaffenhofen-Schrobenhausen aus Bayern. Und die bayerische Staatsregierung, CSU geführt, hat in den letzten Jahren einige Maßnahmen ergriffen, um die Qualität abzusenken in der frühkindlichen Bildung. Deswegen meine Frage, was macht denn die Bundesregierung, um dagegen zu arbeiten, dass die Staatsregierung nicht den Standard senkt? Herr Staatssekretär, Sie können antworten. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Nachfrage. Das ist sehr, sehr bedauerlich, was Sie da aus Bayern beschreiben. Und zeigt ja auch noch mal, dass sozusagen wir auch in der Tat das Phänomen ja haben. Wir haben den Föderalismus, wir haben die Zuständigkeit für die Kitas, sowohl was auch den Platzausbau, auch die Qualität angeht bei den Ländern und Kommunen. Der Bund unterstützt. Und das kann er natürlich immer nur mit den Ländern. Das ist im Grundgesetz so festgeschrieben. Und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, dass alle Bundesländer auch die Mittel des Kita-Qualitätsgesetzes, die ja noch bis Ende dieses Jahres verfügbar sind, dafür nutzen, die Qualität zu steigern und nicht abzusenken. Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage. Dann kommen wir zur Frage Nummer 4 des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend Ablehnung einer Extremismusklausel im Demokratiefördergesetz durch die Bundesregierung. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, ganz herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Entwurf des Demokratiefördergesetzes macht die Achtung und Förderung der Ziele des Grundgesetzes zu einer einheitlichen, spezialgesetzlich festgeschriebenen und sanktionsfähigen Fördervoraussetzung, die für alle Ressorts und alle Demokratieprojekte gleichermaßen gilt. Damit schafft der Gesetzentwurf eine ausdrücklichere, klare und einheitliche verbindliche Regelung, um der Menschenwürde, dem Demokratieprinzip und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtete Projektarbeit zu gewährleisten. Mit diesen Regelungen nimmt der Gesetzentwurf seinem Inhalt nach Bezug auf die bewährten zuwendungsrechtlichen Prüfschritte der Bundesprogramme Demokratie leben des BMFSFJ und des Programms Zusammenhalt durch Teilhabe des BMI. Und diese Schritte haben sich aus Sicht der Bundesregierung vollumfänglich bewährt. Vielen Dank, Herr Kollege Brandner. Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Ja, das war eine schöne Antwort, aber leider nicht auf meine Frage. Die Frage war ja, warum Sie die Extremismusklausel nicht in den Bewilligungsanträgen drin haben wollen. Das heißt also, dass derjenige, der Geld aus diesen Fördertöpfen bekommt, ganz klar sagt, dass er sich gegen extremistische Tendenzen setzt und dass er extremistischen Tendenzen abschwört. Das wollen Sie offenbar nicht. Warum wollen Sie das nicht? Was gibt es da zu verheimlichen? Wen wollen Sie da fördern, wer möglicherweise extremistisch ist und gar keine Lust hat, diese Klausel zu unterschreiben? Und wie erklären Sie die Diskrepanz zum kürzlich verabschiedeten Stiftungsfinanzierungsgesetz, wo ausdrücklich gefordert wird, dass die Gesamtschau, dass die Gewähr dafür geboten wird, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, der Gedanke der Völkerverständigung aktiv gelebt wird? Also auf der einen Seite Stiftungsförderung, da ist ganz klar vorgeschrieben, was verlangt wird. Und auf der anderen Seite, wo Millionen, wir haben ja gerade gehört, da fließen ja Hunderte von Millionen Euro in Dubio, Vereine und Institutionen, da verlangen Sie nicht einmal das Abschwören vom Extremismus. Wie kann das sein? Herr Staatssekretär, bitte. Herr Präsident, vielen Dank. Also da waren jetzt so viele Falschbehauptungen, Unterstellungen drin, dass ich gar nicht dazu komme, die alle zurückzuweisen. Alle zurückzuweisen. Aber erstens, dass Sie die Projekte als dubios bezeichnen, ist Ihre Meinung. Ich halte die für sehr, sehr wichtig im Rahmen der Demokratieförderung und Vielfaltsgestaltung. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass 2012 das Verwaltungsgericht Dresden die damals auf Bundesebene geltende Extremismusklausel ja für nichtig erklärt hat. Und seitdem gibt es ein, das habe ich auch beschrieben, ein erprobtes Verfahren zwischen BMFSFJ und BMI, dass alle Zuwendungsempfänger, die Projektmittel bekommen müssen, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen müssen und auch eine förderliche Arbeit leisten müssen. Das wird durch verschiedene Schritte geprüft. Das ist rechtsverbindlich. Und deswegen findet selbstverständlich keine Förderung extremistischer Organisationen statt. Sollte ein Fall auftreten, wo Zweifel bestehen oder Ähnliches, werden die Gelder sofort eingestellt oder auch zurückverlangt. Vielen Dank, Herr Kollege Wanner. Sie haben eine weitere Nachfrage. Bitte schön. Ja, gerne. Also dieses Demokratiefördergesetz, das ist ja schon so lange in der Pipeline bei Ihnen. Da passiert irgendwie nichts mehr. Jetzt gibt es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, der darauf verweist, dass die Demokratieförderung auch landesrechtliche Regelungen tangiert und stellt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes grundsätzlich in Frage. Das wundert mich jetzt nicht, dass das Verfahren dann so lange dauert. Deshalb die Frage, haben Sie das Verfahren jetzt eingestellt? Sagen Sie, nee, wir orientieren uns daran, was der Wissenschaftliche Dienst herausgefunden hat? Oder gehen Sie sehenden Auges vor das Bundesverfassungsgericht mit der erheblichen Gefahr, dass das Gesetz da landet und da aufgehoben wird? Also setzen Sie sich über das hinweg, was der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages uns ins Stammbuch geschrieben hat? Herr Staatssekretär, Sie können antworten, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Und bei allem Respekt vor dem Wissenschaftlichen Dienst, aber es liegt ja ein Gesetzentwurf vor, der in der Bundesregierung beschlossen wurde und selbstverständlich verfassungsrechtlich auch durch das Verfassungsressort geprüft wurde. Und dieser Gesetzentwurf befindet sich in parlamentarischen Verhandlungen und dem kann und möchte ich nicht vorweggreifen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Peterka. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Herr Lehmann, Sie antworten ja immer sehr intelligent, das muss man Ihnen lassen. Aber ich will es noch einmal betonen, der Unterschied zwischen einer Klausel und irgendwelchen Formularen, die ausgefüllt werden, ist, dass in einer Klausel ein Bekenntnis unterschrieben werden muss. Und Sie wissen genau, dass manche Ihrer Partner damit ein Problem haben, je nachdem, was dann in dieser Klausel aktiv unterschrieben werden muss. Und auch wenn irgendein Gericht mal eine Klausel für unzulässig erklärt hat, steht es Ihnen ja offen, da sind Sie garantiert kreativ genug, eine neue Klausel zu formulieren. Und ich komme gerade von einem sehr bewegenden Termin, wo Angehörige von Opfern des 7. Oktober mal dargelegt haben, was dort vorgegangen ist in Israel. Können Sie sich da wirklich nicht mal vorstellen, dass zum Beispiel in einer Klausel ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israel eingefordert wird, wenigstens? Oder wo haben Sie da genau vor Angst? Bitte, Herr Staatssekretär.
Vielen Dank, Herr Präsident. Auch das ist eine Unterstellung, die ich so zurückweise. Ich habe ausgeführt, und das gilt für den ganzen Bereich sämtlicher gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Extremismus, zu dem auch Antisemitismus selbstverständlich dazugehört, dass Zuwendungsempfänger, bei denen das auch nur im Ansatz deutlich würde, dass dort sofort die Förderung eingestellt und die Gelder zurückverlangt werden. Es gibt ein Sanktionsinstrumentarium, was sehr, sehr intensiv ist und offensichtlich funktioniert, weil wir diese Fälle sozusagen, also zumindest nach meinem Kenntnisstand in dieser Legislaturperiode auch weit davor nicht hatten. Und deswegen kann man doch auch auf das vertrauen, was gut ist. Wenn etwas gut funktioniert, muss man es nicht neu erfinden. Und deswegen sieht die Bundesregierung zumindest da keinen Anlass, etwas dran zu ändern, an dieser Art der Überprüfung der Zuwendungsempfänger. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zur Frage Nummer 5 des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend Einschätzung der Bundesregierung zu Nutznießer des Selbstbestimmungsgesetzes. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, nach der Zusammenstellung der Geschäftsübersichten der Amtsgerichte gab es zum Jahresende 2020 insgesamt 2.687 und zum Jahresende 2021 insgesamt 3.232 Verfahren nach dem transsexuellen Gesetz. Nachdem sich die Anzahl der Verfahren in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht hat, das nunmehr vom Deutschen Bundestag verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz die Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen gegenüber dem Verfahren nach dem TSG erleichtert und transgeschlechtliche Personen in der Gesellschaft eine größere Akzeptanz erfahren, erscheint es angemessen, von einer größeren Anzahl an Änderungen pro Jahr, der Gesetzentwurf oder der beschlossene Gesetz geht von etwa mithin 4.000 Anträgen pro Jahr insgesamt auszugehen. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, bitte, Herr Kollege Brandner. Ja, gerne. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja das Gesetz mit dem Recht auf freie Geschlechterwahl, sage ich mal, ist ja begeistert von Frau Paus auch gefeiert worden. Und sie sagt ja selber als Kämpferin für die Frauenquote, ich zitiere mal, die gesetzlichen Vorgaben haben Erfolg, die festen Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände wirken, also was die Frauenquoten angeht. Und sie sagt dann, um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führungspositionen durchzusetzen, müssen wir aber das gesamte Management in den Blick nehmen. Jetzt kann ja das Selbstbestimmungsgesetz, nach dem Selbstbestimmungsgesetz auch jeder Mann sagen, er ist eine Frau. Ich habe meine Frage, wie ist denn der zukünftige Umgang mit Frauenquoten in Aufsichtsräten, in Vorständen bei Ihnen geplant, wenn da möglicherweise ein zu kurz gekommener Mann sagt, so, ich bin eine Frau, und dann wird der halt auf dem Frauenquotenticket in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat reingesetzt. Haben Sie das auf dem Schirm oder sehen Sie den Missbrauch nicht oder wie würden Sie damit umgehen? Herr Staatssekretär, bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Nein, das ist nicht möglich. Das können Sie auch übrigens im vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetz nachlesen. Und ansonsten ist es nicht so, dass ein Mann sich zur Frau erklärt, sondern dass eine Frau, die transgeschlechtlich ist, von den Gerichten auch als oder von den Ämtern auch als Frau anerkannt wird. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben eine Nachfrage, bitte schön. Ja, ist ja nicht so, also ich habe auch nicht verstanden, aber ist egal. Also ist ja nicht so, als wenn nur wir das etwas kritisch sehen. Es gibt ja einen offenen Brief von feministischen Vereinigungen an Ihr Ministerium, Vereinigung Lasst Frauen sprechen, die Vereinigung Frauenaktion München, Frauenheldinnen, das lesbische Aktionszentrum. Die haben einen offenen Brief geschrieben an Ihr Ministerium. Ich zitiere mal, Zitat: Wir sind schockiert darüber, dass Ihr Ministerium eine Broschüre, die Frauenverachtung schürt und Desinformation verbreitet, finanziell gefördert hat. Die Finanzierung der Broschüre Was sind TERFs des Bundesverbandes Transsternchen e.V. stellt einen weiteren Tiefpunkt in ihrer frauenverachtenden Politik dar. Die staatliche Finanzierung von Organisationen, die gezielt Frauen beleidigen, sehen wir als Mittel, Kritik von Frauen an geplanten oder verabschiedeten Gesetzen zu unterdrücken. Damit wird unseres Erachtens eine wichtige Säule demokratischer Auseinandersetzung, die offene Debatte, verweigert. Dies gilt insbesondere bei Gesetzesvorhaben, die voraussichtlich keinen breiten Konsens in der Bevölkerung erreichen werden, wie dem gerade verabschiedeten Selbstbestimmungsgesetz. Zitat Ende. Wie gesagt, nicht von der AfD, sondern von einer vielen Vereinigungen feministischer Art. Wie stehen Sie zu diesem offenen Brief und wie haben Sie darauf geantwortet? Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Es kommt mir fast so vor, als würden wir die Debatte aus dem Plenum noch mal nachträglich führen, weil das Plenum hat ja darüber diskutiert. Und dort haben auch verschiedene Rednerinnen und Redner deutlich gemacht, dass gerade aus der frauenpolitischen Szene, und ich sage mal die großen frauenpolitischen Verbände, Deutscher Frauenrat, Lesbenring, Frauenhauskoordinierung, Juristinnenbund, Evangelische Frauen und viele andere dieses Gesetz sehr, sehr deutlich unterstützt haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass diese Broschüre, die Sie ansprechen, die ist eine Broschüre der Bundesvereinigung Trans. Und diese Broschüre gibt Menschen, die von transfeindlichen Akteuren
beleidigt, angegriffen, in ihrem Existenzrecht infrage gestellt werden, einen Umgang damit. Und das finde ich für eine Gruppe, die tagtäglich Diskriminierung erfährt, eine ganz, ganz wichtige Handreichung, sich auch gegen solche Debatten wehren zu können. Und da kann ich nichts Schlechtes dran erkennen. Haben Sie auf den Brief geantwortet? Vielen Dank. Eine Nachfrage des Kollegen Kaufmann, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wie stellt sich die Bundesregierung zu der meines Erachtens bestehenden Gefahr, dass Eltern von Kindern unter 14 Jahren eigenmächtig entgegen dem Interesse der Kinder eine Änderung des Geschlechtseintrages ihrer Kinder nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz veranlassen oder gar manipulativ auf das Kind einwirken, sich zu einer solchen Entscheidung zu bekennen? Mit welchen Maßnahmen werden Sie solche Kinder hiervor schützen? Herr Staatssekretär, bitte. Herr Präsident, vielen Dank. Dazu gibt es übrigens auch noch eine mündliche Frage gleich, aber ich kann es gerne auch jetzt schon beantworten. Das, was Sie beschreiben, wird in der Praxis so nicht möglich sein, weil nämlich Eltern von Kindern, die noch nicht das 14. Lebensjahr erreicht haben, dafür zuständig sind, das Sorgerecht auszuüben. Und das tun sie nicht willkürlich, sondern das müssen sie tun am Kindeswohl orientiert. Wenn es Ansätze dafür gibt, übrigens im gesamten Kindschaftsrecht, dass nicht im Sinne des Kindeswohls agiert wird von den Sorgeberechtigten, dann kann ein Familiengericht einschreiten und übrigens im schlimmsten Fall, wir kennen das aus dem Thema Gewalt beispielsweise, auch das Sorgerecht entziehen. Im Gesetz, das beschlossen wurde, ist übrigens auch geregelt, dass auch unter 14-Jährige bei Personenstandsänderungen immer anwesend sein müssen und gehört werden müssen. Und ich denke, da hat auch der Gesetzgeber, nämlich der Deutsche Bundestag, sehr gute Vorkehrungen getroffen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage von der Kollegin Polert. Herr Präsident, sehr geehrter Herr parlamentarischer Staatssekretär, mit dem Selbstbestimmungsgesetz wurde ja ein queerpolitisches Versprechen der Koalition eingelöst. Und Sie haben, ich meine, heute auch mitgeteilt, dass mit dem Selbstbestimmungsgesetz Deutschland im sogenannten Regenbogen-Ranking der ILGA Europe auf Platz 8 gerutscht ist. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Erfolg. Erstmal vielen Dank an die Bundesregierung für dieses wichtige Zeichen. Das reicht aber aus unserer Sicht auch noch nicht aus. Und Sie sagen ja, Sie wollen Platz 5 erreichen. Wie wollen Sie das erreichen? Bitte, Herr Staatssekretär. Herr Präsident, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pullert, dass Sie noch mal darauf hinweisen, dass in der Tat heute erschienen ist eine jährliche Bewertung von 49 Ländern in Europa und Zentralasien, wie es um die rechtliche und die gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichstellung von queeren Menschen, also LSBTIQ, bestellt ist. Und da hat Deutschland, und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, nach vielen, vielen Jahren des Stillstandes den größten Sprung aller Länder gemacht innerhalb Europa und ist unter die Top 10 aufgestiegen und liegt auf Platz 8 innerhalb der Europäischen Union jetzt. Das ist erstmal eine gute Nachricht und übrigens nicht mein Verdienst, sondern das der gesamten Bundesregierung und des Bundestages, dass diese Gesetze beschlossen hat. Und das Selbstbestimmungsgesetz ist übrigens noch gar nicht eingerechnet, weil es erst im November in Kraft tritt. Das heißt, da können wir uns auf weiteren Zuwachs freuen. Was ich jetzt sehr, sehr wichtig finde, übrigens auch als parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium, dass unbedingt auch Regenbogenfamilien, also Familien, in denen ein oder mehrere alte Elternteile auch queer sind, dass die auch im Abstammungsrecht gleichgestellt werden, anerkannt werden. Da hat der Bundesjustizminister auch den Gesetzentwurf jetzt angekündigt. Die Eckpunkte liegen bereits vor. Und wenn wir das erreichen, dann glaube ich, haben wir auch in diesem Bereich noch mal einen richtig guten Schub gemacht. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, Sie hatten gerade zum Selbstbestimmungsgesetz ja dargelegt, dass es ja möglich ist, den Geschlechtseintrag zu ändern, auch für Kinder unter 14, auch für Kleinstkinder durch die Eltern eben. Und haben dann auf die Sorgen, die damit einhergehend geschildert wurden, gesagt, ja, das würden ja die Eltern dann entscheiden, vielleicht auch dann für diese Kleinstkinder, aber nach dem Kindeswohl. Und das ist ja vielleicht dann auch, ich sage mal, einer rechtlichen Überprüfung zugänglich. Aber dann frage ich mich doch, sehen Sie überhaupt Fallgestaltungen, in denen es möglich ist, dass vielleicht ein Kleinstkind, 1, 2, 3 Jahre alt, dass da legitimerweise eine Geschlechtseintragsänderung vorgenommen wird? Und wenn nicht, warum ermöglichen Sie das dann? Sie könnten ja auch sagen, bis zu einem gewissen Alter ist gar keine Geschlechtseintragsänderung möglich, aber es
erstmal zu ermöglichen und sagen, aber es kommen ja dann noch Erwägungen hinzu, was das Kindeswohl angeht. Das ist doch irgendwo widersprüchlich. Dann verbieten Sie es doch bis zu einem gewissen Alter. Herr Staatssekretär, bitte. Herr Präsident, vielen Dank. Nein, das wäre nicht gut, weil wir nämlich geschlechtliche Vielfalt haben. Und wir haben auch intergeschlechtliche Kinder, die geboren werden und wo übrigens bis vor einigen Jahren auch ohne Zustimmung des Kindes operative Eingriffe an den Kindern vorgenommen werden. Das hat der Bundestag zum Glück verboten, übrigens auch mit Stimmen der CDU/CSU. Dafür vielen Dank. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass sozusagen auch in solchen Fällen ein Geschlechtseintrag korrigiert werden kann. Das passiert nämlich manchmal, dass ein Kind auf die Welt kommt und dann sich erst später sozusagen durch eine Operation oder Ähnliches herausstellt, wie das Kind von den Eltern auch angemeldet wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das möglich ist. Und ansonsten ist es wie gesagt so, dass Kinder ab dem Alter von 5 anwesend sein müssen. Aber die Praxis zeigt, dass eigentlich bis zum Alter von 14 kaum solche Personenstandsänderungen vorgenommen werden. Und deswegen ist es aber auch gut, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass Kinder auch im Alter von 11 oder 12 schon sehr, sehr, sehr lange, und das wissen übrigens die Eltern am besten, sagen, ich identifiziere mich anders als das, was in meinem Ausweis steht. Und das muss auch möglich sein, das dann auch zu korrigieren. Es handelt sich, wie gesagt, um einen Passeintrag. Und da vertraue ich auch den Eltern, dass sie das Richtige für ihre Kinder wollen. Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage. Dann kommen wir zur Frage Nummer 8 der Kollegin Ingrid Pahlmann, CDU/CSU-Fraktion, betreffend Förderung von Maßnahmen zur Akquise und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Freiwilligendienste. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Frau Kollegin, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. In den Jugendfreiwilligendiensten hat der Bund eine Förderkompetenz lediglich für die pädagogische Begleitung. Dementsprechend kann gemäß Ziffer 2.4a der Richtlinien zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz die pädagogische Begleitung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des freiwilligen sozialen oder freiwilligen ökologischen Jahres gefördert werden. An dieser Maßgabe sind auch die genauen zuwendungsfähigen Positionen orientiert, die gesondert in einem Katalog festgelegt sind und per Rundschreiben bekannt gemacht wurden. Maßnahmen der Akquise und Öffentlichkeitsarbeit sind der pädagogischen Begleitung nicht zuzuordnen und damit nicht förderfähig, da sie regelmäßig in einem Zeitraum vor der tatsächlichen pädagogischen Begleitung der Freiwilligen stattfindet. Aus den Haushaltsmitteln der Bundesfreiwilligendienste sind lediglich das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die tatsächliche pädagogische Begleitung der Freiwilligen im Rahmen festgelegter Obergrenzen erstattungsfähig. Gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligendienstegesetzes richtet sich der Zuschuss für den Aufwand für die pädagogische Begleitung nach den für das freiwillige soziale Jahr im Inland geltenden Regelungen, sodass die Erstattung von Ausgaben für die Akquise und Öffentlichkeitsarbeit auch im Bundesfreiwilligendienst leider nicht möglich ist. Vielen Dank. Frau Kollegin, Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Staatssekretär. Die Problematik der Finanzierung droht ja bei den Freiwilligendiensten allgemein. Wie gehen Sie vielleicht mit der Problematik um, dass aufgrund der unklaren finanziellen Ausstattung der Freiwilligendienste insgesamt, und ich erinnere daran, dass sogar die Kürzung der Mittel gedroht hat, es jetzt bereits Tendenzen gibt, besonders bei kleineren Trägern, ganz auf Freiwilligendienste zu verzichten und dadurch natürlich ein Ausdünnen des Angebotes sowohl für die Freiwilligen auch als für die ganze Landschaft droht. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie da Ideen, wie man dem begegnen kann? Weil noch steht immer nicht fest, wie die Freiwilligendienste finanziert werden. Also das ist ein ganz schwieriger Zeitpunkt für die Organisation. Herr Staatssekretär. Herr Präsident, vielen Dank. Danke für die Nachfrage. Das ist treffend beschrieben und das ist auch in der Tat eine angespannte Situation. Das hat mit dem Prinzip der überjährigen Finanzierung leider zu tun. Also dass nicht von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr finanziert wird, sondern die Freiwilligendienste ja meistens im August etwa starten und dann überjährig finanziert werden und es für große Träger kein Problem ist, das sozusagen auszugleichen, wenn es eine haushaltspolitische Unsicherheit gibt, aber für kleine Träger schon. Deswegen freue ich mich auch sehr besonders, dass der Deutsche Bundestag Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres mit dem Beschluss über den Haushalt die Kürzungen zurückgenommen hat. Wir orientieren uns auch gerade an dem Ansatz, den das Parlament beschlossen hat, selbstverständlich. Aber ich möchte den Haushaltsberatungen nicht vorweggreifen. Sie wissen, die sind innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Aber das Grundsatzproblem, dass es eine überjährige Finanzierung ist, ist tatsächlich für kleine Träger problematisch. Da haben Sie völlig recht. Vielen Dank, Frau Kollegin.
Eine weitere Nachfrage, bitte. Eine haben Sie noch, ja. Herr Staatssekretär, recht herzlichen Dank für die Beantwortung. Aber Sie müssen natürlich auch anerkennen, dass die Überjährigkeit nichts Neues ist in dem Bereich. Und die Schwierigkeit, die den Träger momentan gegenüberstehen, durch das ungeschickte Handeln Ihrer Regierung, das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass das ein neues Problem ist, das es in der Vergangenheit in der Form nicht gegeben hat. Diese Unsicherheit, die haben Sie leider durch Ihr Handeln verursacht. Herr Staatssekretär, darauf dürfen Sie gerne antworten. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Frage war. Ich glaube nicht. Aber ich antworte trotzdem sehr, sehr gerne. Also wir haben eine Schuldenbremse. Die hat jetzt nicht diese Regierung ausgedacht, sondern die steht im, sozusagen, die muss eingehalten werden. So, und es hat auf dieser Basis hat es einen Regierungsentwurf gegeben und eine Korrektur des Parlaments, über die ich persönlich und auch unser Ministerium sehr, sehr froh bin, kann ich sagen. Dadurch ist die Unsicherheit entstanden. Richtig ist aber auch, dass wir über jeden Zeitpunkt und jeden Schritt mit den Trägern und in Trägerkonferenzen im Gespräch sind und dass auch das neue Bundesfreiwilligendienste-Teilzeitgesetz, was jetzt verabschiedet wurde, auch eine gewisse Luft da ermöglicht und deswegen das auch sehr, sehr stark von den Trägern gefordert wurde. Aber wie gesagt, wir sind aktuell in Haushaltsverhandlungen für 2025. Dem möchte ich nicht vorweggreifen, aber die Träger werden auch fortlaufend informiert, um mögliche Unsicherheiten auch sozusagen zu verhindern. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit beende ich die Fragestunde und weise darauf hin, dass nach parlamentarischem Brauch die nicht gestellten und beantworteten Fragen mündlich schriftlich beantwortet werden. Damit rufe ich auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU-CSU hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Kernkraft aus. Vorgänge um Bundesminister Habeck und Bundesministerin Lemke transparent aufklären. Ich öffne die Aussprache und bevor ich dem ersten Redner das Wort erteile, möchte ich auf einen Vorgang hinweisen, der mich etwas betrübt.